Hallihallo, hier ist wieder der Martin, heute aus Chachoengsao vom Wat Tso Thorn. Da gibt es auch noch einen längeren Namen für diesen Tempel, aber der kommt mir gerade nicht über die Lippen. Der Tempel ist eine wirklich riesengroße Anlage und heute ist ein Festival hier. Das geht noch bis zum 5. Dezember. Hat angefangen zu Loy Krathong und ist hier wirklich schön gelegen, direkt an dem großen Fluss hier. Der Name kommt mir später vielleicht noch über die Lippen. Wir machen jetzt hier mal einen kleinen Rundgang. Die ganze Tempelanlage ist wirklich, wirklich sehr schön. Und Link nicht nur zum Ort, sondern auch zu einem Beitrag von Wikipedia zu diesem Tempel gibt es später unten in der Beschreibung. Wir machen jetzt mal einen kleinen Rundgang und sehen so das ganze Ausmaß mal, weil die ganze Promenade ist eine richtig tolle Promenade. Da hinten gibt es auch noch einen Nachtmarkt und auch Restaurationen direkt am Wasser. Da sind wir schon mal gewesen, tagsüber, als hier nicht so viel los war. Und jetzt schauen wir mal, was das Tempelfestival heute zu bieten hat. Also von da hinten kommen auch dunkle Wolken. Wir schauen mal, wie das Wetter sich entwickelt. Es hat vorhin auch ein bisschen getröpfelt. Und ihr könnt sehen, wirklich, das ist eine ganz tolle Gegend hier. Alles richtig schön, wirklich neu. Was heißt neu? Es scheint auch sehr neu, aber es ist schon ein paar Jahre alt. Hier kann man wunderbar spazieren. Unter diesem Durchgang hier, man hört auch die Mönche. Die ganze Zeit sind die am Sprechen, am Beten. Und wenn man es versteht, kann man auch mitbeten. Ich sehe manchmal Leute, die also wirklich auch stehen bleiben und da auch mitbeten. Ich habe gerade ein Schild gesehen, man kann ja auch Bootsfahrten organisieren. Also die werden organisiert, die kann man bezahlen. Bis zu 20, 30 Leute auf so einem riesen Schiff. Erinnert mich so ein bisschen an Kanchanaburi. Da kann man übrigens auch große Boote mieten. Da ist es allerdings ein bisschen mehr wie so ein Partyboot, wie so ein Partyfloß. In den nächsten Tagen geht es ja wieder zum großen Kanchanaburi River Kwai Festival. Vielleicht kann ich da auch mal etwas herausfinden und da so ein Floß mal anschauen. Ich habe also mal Videos gesehen, da geht es auf den Booten teilweise richtig stürmisch ab mit Wasserschlachten und so weiter. Also schon eher nicht mehr so für mein Alter, aber man weiß ja nie. Ja, das ist quasi jetzt die Hinteransicht hier. Die Tempelanlage liegt also an einer Hauptstraße und von vorne sieht es auch sehr imposant aus. Richtig schöner Vorplatz auch. Und hier in diesem, ja, wir sind Tempelgarten, alles schön mit Lichtern ausgeschmückt. Aber ich bin immer noch gespannt, was hier wirklich los ist. Ich habe also große Schilder gesehen für dieses Festival, die auch damit geworben haben, dass hier Musik spielt und so weiter. Ich bin gespannt. Ich sehe hier also große Zeltanlagen, die ab- oder aufgebaut werden. Wir schauen einfach mal, was das Ganze hier bedeutet. Also, es sieht hier wirklich gespenstisch still aus. Auch wenn hier alles schön beleuchtet ist. Ich kann mich entsinnen, ich glaube, das war 2020, bin ich in Chachoengsao gewesen zu einem Riesenfestival, wirklich Riesenfestival. Das war aber in der Stadt. Es kann ja auch sein, dass das Tempelfestival von diesem Tempel nicht hier abgehalten wird, ja, sondern in der Stadt, weil das hier vielleicht einfach zu schade ist. Diesen Park hier, guck mal hier, das ist doch ein richtig schöner, wundervoller Park hier, dass man den vielleicht nicht entweihen möchte, weil auf dem richtigen großen Festival, wo ich mal gewesen bin, da gab es also, das war wie eine Kirmes auch, riesengroß mit Fahrgeschäften und so weiter. Kann also sein, dass wir uns gleich nochmal hier weg orientieren müssen. Aber ich werde jetzt mal gucken, ob ich irgendwo eine Information bekomme. Wie gesagt, ich habe mich schon gewundert, als ich hier ankam, dass es auf dem Parkplatz auch so ruhig aussah. Aber alles in allem ist es ja nicht unbedingt etwas Schlechtes, jetzt auch mal hier das Gelände entdeckt zu haben. Denn ich war bisher immer nur auf der Vorderseite und auf der Seite dort drüben, wo der Nachtmarkt ist. Die Tempelanlage hat auch noch auf. Da kann man auch reingehen, wenn man jetzt als Buddhist da ein bisschen beten möchte.
Die macht aber gleich zu. Ja, es sieht also so aus, als müssten wir in die Stadt. Ich zeige euch aber gleich mal die Hauptstraße hier. Da ist also eindeutig, wie immer bei Festivals, ist die Hauptstraße geschmückt mit bunten Neonlichtern und so weiter. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass ein Festival abgehalten wird. Und ich habe gerade schon mal jemanden fragen wollen, aber wie gesagt, ich verstehe mich einfach nicht. So, und hier kann man es auch sehen, diese Neonbeleuchtungen, das ist also immer ein Zeichen, oder diese Dinger da, immer ein Zeichen für Festival. Und ich habe jetzt gerade erfahren, das findet also nicht weit von hier statt. 5 Minuten von hier ist also das Festivalgelände. Und da geht es jetzt hin. Und dann machen wir gleich weiter. In ein paar Minuten sind wir wieder zurück. So, so einfach ist es. Der Kollege mit dem Motorbike uns hier hingebracht. Und jetzt geht's auf ins Gewusel. So, bevor wir da reingehen aufs Festival, guck mal hier. Ein schöner Park hier am Wasser gelegen, auch so eine kleine Teichanlage. Es hält sich auch wieder ein bisschen auf. Vielleicht haben wir Glück mit dem Wetter. Und hier geht's jetzt in das Festival. Ja, und ich erinnere mich jetzt auch wieder, das ist wirklich ein riesiges Festival. Ihr könnt auch sehen, mal hier. Das geht also unendlich weit durch diesen Schlauch hier, durch dieses Zelt. Also auf jeden Fall eine Reise wert, wer noch hier hinkommen möchte, bis zum 5. Dezember. Fängt hier an mit ein bisschen Krimskrams, Spielzeug und so weiter, bevor es ja gleich richtig losgeht. Also ist nicht der Haupteingang hier. Ich kann mich entsinnen, dass also an einer Hauptstraße gelegen der Haupteingang auch war. Und hier gibt es auch, ganz berühmt in Bangkok auf vielen Nachtmärkten auch, diese riesen Türme. Diese riesen Türme, da ist nicht viel dran. Es gibt viel Knochen mit ein bisschen Fleisch dran, Rühe drüber, ein bisschen Gewürze. Sehr populär. Müssen wir auch mal irgendwann machen, aber das kann ich nicht alleine essen. Da gibt es von klein bis auf groß verschiedene Größen. Aber hier kann man auch schön sitzen. Hier, das ist schön gemacht hier, oder? Und hier dieses Rindfleisch hier. Das ist also sehr lecker mit dem Sticky Reis dabei. Hat so ein bisschen was Süßliches. Also kann man essen, aber da kann man sich nicht satt von essen. So als kleiner Snack, das ist eine Leckerei. So, wir gehen jetzt mal raus hier aus dem Schlauch, hier ins Freie quasi. Hier gibt es also auch ein paar Fahrgeschäfte, wie gesagt, einen großen Platz, parkähnlich. Und natürlich auch Musik. Aber schaut mal, wie viele Leute hier sind. Das ist wirklich eine tolle Atmosphäre hier am Wasser. Und wenn man dann den Himmel dazu sieht, Glück mit dem Wetter, sieht toll aus, aber es ist richtig schwül. Wie gesagt, es hat heute Nachmittag auch mal kurz geregnet. Ich hoffe, das bleibt jetzt trocken und wir können uns hier ein bisschen umschauen. Also das muss ich mir eben zeigen. Guck mal hier, die Leute stehen also jetzt hier an in einer riesen langen Schlange. Und da vorne gibt es grüne Papaya und mit einer Soße dabei. Für 20 Baht, 2 Stück. Also, guck mal, die Leute stehen irgendwie verrückt. Was habe ich gesagt, Papaya? Grüne Mango natürlich. Unreife Mangos mit dieser scharfen Soße. Also, das muss nicht nur ein guter Preis sein, sondern auch eine gute Soße dabei. Denn die Soße ist die Hauptsache. Ja, auch hier mit vielen Sitzgelegenheiten. Also, ich bin ein Riesenfan von diesen Festivals. Wie gesagt, nächste Woche geht es nach Kanchanaburi. Will ich auch immer sehr, sehr gerne. Guck mal hier. Hier wird wieder schönes Fleisch abgeschnitten. Knuspriges Schweinefleisch. Und hier die Haxen. Also, ich werde verrückt.
hier so populär, dieses Schießen. Also dieser Stand hier, Pfeile werfen, Pistolen schießen, Gewehr schießen, Riesenstand hier. Guck mal hier. Und die Leute wirklich. Ich weiß also, wenn man in Deutschland über eine Kirmes geht in letzter Zeit, da schießt doch keiner mehr, da wirft doch keiner mehr Pfeile oder diese Bälle werfen in so einen Eimer oder wie auch immer. Das sind alles Sachen, die wir früher auch gerne gemacht haben. Irgendwie ausgestorben, oder? Lasst mir gerne mal unten in den Kommentaren, ob ihr nochmal auf dem Volksfest irgendwo schießen geht oder Bälle werfen, Bälle hüpfen. Ja. Also, ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Vor allem muss ich später wieder wegkommen, zum Tempel zurück, denn da bin ich hergekommen. Und wir haben einen großen Fest auf Promotion von irgendwelchen Marken. Hier Korean Soda. Hier gibt es. Guck mal hier. Hier wird billig verkauft. Ich dachte, hier geht's was umsonst. Gut. Special Offer. Ich dachte, hier geht's was umsonst. Aber oftmals gibt es hier was umsonst, wenn man an so einem Motorrad dreht. Manchmal muss man sich dazu auch einfach auf Facebook anmelden. Wie gesagt, ist verschieden. Aber hier. Wird auch verkauft. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ich schwitze. Ach, guck mal hier, der Kollege. Guck mal hier. Hier. Da. Der Schlangenmann. Der Schlangenmann. Oh, guck mal hier. Da. Ja, kann man sich umhängen. Gegen Geld kann man sich umhängen. Und gibt es also Kuriositäten? Guck mal hier. Ja, da ist ein feiner Mann. Schön verkleidet. Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Ich weiß nicht, ob ich zu Ende gesprochen habe. Man sieht es mir an, ich bin am Schwitzen. Das ist keine Creme. Ja. Es ist schweinewarm. Es weht kein Lüftchen, es ist schwül und ja, und dann hier im Gedränge, aber machen wir alles mit. Aber hier, das ist doch unendlich weit, ja, unendliche Weiten, wer erinnert sich, ja, welches Jahr war es, ich weiß es auch nicht mehr. Aber hier, wieder so ein berühmter Shop hier, berühmt von TikTok und wo auch immer, und zwar gibt es hier die gegrillten Bananen, da gucken wir auch noch mal eben drauf. Das ist relativ selten, dass so ein Shop mit Bananen so groß ist. Ja, die kommen hier auf den Grill, werden noch platt geklopft. Da vorne, da ist die Endabfertigung. Kommen sie unter so ein Klappbrett, da werden die gegrillten Bananen platt geklopft. Und dann, ganz wichtig, die Banane alleine reicht ja nicht, dann gibt es hier noch, guck mal hier, eine süße Soße mit Mais noch drin, verschiedene Arten von Soßen. Also hier mit Mais, mit ja, Kokos, Mangostin, verschiedene Variationen. Und alles hier in Handarbeit, guck mal hier. Alles Handarbeit, nicht nur der Grill. Das wird hier auf die Spieße drauf gemacht. Schwarzes wird noch abgeschnitten. Obwohl manchmal ist sowas Dunkles hier auch mit Röstaromen ganz lecker. Wunderbar hier, ja. So ist das hier. Die Leute stehen Schlange. Wie verrückt. Auch hier die Chicken-Abteilung. One One Chicken Fried. Hier gibt es alles, was das Herz des Henkel-Liebhabers begehrt. Guck mal hier. In richtig schöner Soße mariniert hier. Die hat eine schöne Kruste und darüber kommt noch Soße jeglicher Art. Ja, guck mal, siehst du? Wunderbar. Also, ich muss irgendwann muss ich eine Auszeit nehmen, weil ich kann ja auch nicht widerstehen. Ich kann wirklich oft nicht widerstehen und esse mich dann, wenn ich allein unterwegs bin, hier mal vorbei und da mal vorbei. Also, das ist auf Dauer ist das für meinen Gewichtszustand äußerst kritisch hier. Ich bin jetzt immer noch nicht unter die 80 gerutscht. Wir haben das Wetter dieses Jahr nichts mehr. Ja, jetzt kommt die Weihnachtszeit, dann kommen
noch diverse Geburtstage, Zwillinge haben Geburtstag und ja, dann beginnt die Fastenzeit. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, beginnt das Aschenkreuz und dann gehen wir in die Fastenzeit. Mal gucken, vielleicht mache ich das mit euch zusammen. Ja, einmal fasten, einmal verrückt sein, habe ich noch nie gemacht. Man muss ja auch nicht unbedingt alles fasten, man kann ja auch sich so ein Fastenziel mit einem bestimmten, ne? Man kann auch digitales Fasten machen, habe ich auch schon gehört. Digitales Fasten, das heißt also nicht mehr digital sein, das wäre natürlich für uns Katastrophe. Also fasten wir irgendwas anderes, mal gucken was. Also hier zum Beispiel auch die frischen Frühlingsrollen, die sind sowas von lecker, weil die richtig nicht nur frisch, sondern auch, ja, ich bin jetzt ja auf dem Konzept wieder. Wo war ich stehen geblieben? Ja, hier bei den Frühlingsrollen. Guck mal da. Das ist wirklich richtig erfrischend, schöne Soße dabei. Und dann gibt das Ganze nämlich auch Sinn, denn die Rollen alleine, guck mal hier, sind verschieden gefüllt. Ach, da steht auch dabei, guck mal hier, mit Tuna gefüllt, mit Mushrooms, mit Pork, dann hier auch nur Veggie, mit Tofu. Also, da könnte ich schwach werden, wenn ich das sehe hier. Ja, nicht nur bei den Rollen. Aber es geht hier weiter, guck mal hier. Hier steht man wirklich Schlange. Und eine Rolle kostet 10 Baht. Und dann ganz wichtig, nicht nur die Rolle alleine, hier, da diese Soße, die ist wichtig, da hängt alles dran. Guck mal hier, was es alles gibt hier. Mit Fisch, mit Algen, mit Schrimps, mit Würstchen. Da kommen ja einfach ein Würstchen da drin, eingerollt. Oh, es regnet. Ihr hört es vielleicht nicht, aber es gibt hier Geräusche. Und hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Also hier regnet es gerade mal rein. Ich hoffe, das hält mich an. Man kann es nicht so gut sehen, aber man sieht hier, da geht keiner gerade mehr her. Es regnet. Und jetzt macht auch wieder alles Sinn, ja? Wenn man immer diese langen Schläuche sieht, diese langen Zeltschläuche, da kann es also ruhig mal anfangen zu regnen, da ist man ein bisschen geschützt. Zwar nicht dauerhaft, weil hier gibt es wirklich Ritzen und Lücken. Auch da, wo dann mal die Planen aufeinandertreffen, da kannst du mal durchregnen. Aber alles in allem, das hat schon alles seinen Sinn. Aber wenn es hier mal anfängt, es muss nicht lange dauern. Ich habe vorhin die Wettervorhersage gesehen, da hat es geheißen, Regen wäre vorbei, aber wie gesagt, da hören wir gar nicht mehr drauf. Ja, man muss das Wetter nehmen, wie es kommt. Und hier kümmert sich auch keiner drum. Also, das ist hier völlig Uso. Ja, hier wird fleißig gebrutzelt. Ich mag sie ja sehr gerne, aber da ist richtig Fett drin. Also, danach am besten irgendwie was für den Magen. Ihr wisst schon. Jägermeister, Kümmerling, Unterberg, irgend sowas. Ja, guck mal hier, auch zum Beispiel typisch für solche Märkte hier, Tempelmärkte und so weiter. Hier tragen die Leute auch gerade Möbel durch die Gegend. Guck mal da, hat sich jemand eine Bank gekauft. Ich glaube nicht, dass er sie gewonnen hat, so eine Holzbank. Also hier sind auch Möbelhändler, sind hier verteilt. Da habe ich mich bisher immer oft gefragt, verkaufen die überhaupt was? Weil die haben schöne Ausstellungsstücke, richtig schwere Holzbänke mit so riesen Baumstämmen, schön lackiert und so weiter. Da habe ich mir gedacht, ob die was verkaufen. Aber jetzt haben wir den Beweis gesehen, alles kann, nichts muss. Ja, es ist nicht für jeden was. Also so ein Festival, wie gesagt, wenn das so voll ist wie jetzt hier, es ist Sonntagabend, da geht natürlich die Familie nochmal aus. Wie war das? Erst ging der Ofen aus und dann die Eltern. Aber das ist hier wie bei uns in Gehlsberg auf der großen Kirmes. Guckt euch das mal an. Hier ist ein Geschiebe, wer die Menschenmassen nicht ab kann, der geht am besten hier nicht hin. Aber hier wieder kandierte Früchte, 20 Baht. Und hier Durian. Die sehen aber ein bisschen trocken aus, ja?
Deswegen packen die da manchmal Folie ein. Denn wenn die Haut draußen trocken wird, bringt ja auch nichts. Ja, Leute, das war's hier von dem berühmten Festival in Chachengsao. Ich sag mal Tempelfest dazu, weil es gehört zu dem Tempel, aber es findet hier in der Innenstadt statt. Ich muss jetzt irgendwie sehen, dass ich wieder zurückkomme. Und ich muss heute noch nach Bangkok. Ja, da gibt es ja auch noch was zu tun. Wir sehen uns später. Also, bleibt gesund, dann braucht ihr keinen Doktor. Alles Gute und bis später. Ciao.